Danke für die ergreifende Lebensgeschichte. Ein nervenzerfetzter Stoff, wirklich. Jetzt entschuldigt mich, ich suche nach einem Ort für ein Nickerchen. Könnt ihr mir etwas über den alten Priester erzählen? Wisst ihr, wie ich in die tieferen gelegenen Stockwerke komme? Erzähl mir was über den Priester. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein guter Mann, auch wenn er etwas vergesslich geworden ist auf seine alten Tage. Vielleicht solltet ihr mal mit ihm reden. Seine Kammer liegt in der nordöstlichen Ecke des Tempels. Aber seid vorsichtig, wenn ihr in seine Nähe kommt. Er ist ganz schön jähzornig geworden. Wenn ich ihn morgens früh wecke, kann ich ihn nur beruhigen, wenn ich ihm seine Lieblingshausschuhe gebe und warte. Danke für den Tipp, ich muss jetzt aufbrechen. Hausschuhe, seid ihr nicht schon ein bisschen senil? Nein. Ich glaube, ich habe mit euch schon genug Zeit verschwendet. Wisst ihr, wie man in den Tempel hineinkommt? Um das Tor zu öffnen, müsst ihr zunächst das Ritual durchführen. Aber nur die Tapferen und die Verrückten wagen sich nach unten. Dort verbergen sich dunkle Geheimnisse. Ja, ich glaube, ich kann mich nicht mehr an ein einzelnen des Rituals erinnern. Könnt ihr mein Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Früher bewahrten wir im Archiv eine heilige Rolle auf, die das Ritual beschrieb. Doch in unserer Zeit sind manche Dinge nun ja abhandengekommen. Vielleicht solltet ihr einmal mit dem alten Priester sprechen. Danke für den Tipp, ich kann mich nicht länger mit euch unterhalten. Ich muss gehen. Ich würde euch ja gerne anbieten, euch durch die Bibliothek zu führen, aber es ist so schön angenehm und warm beim Feuer. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich jetzt bevorzuge, hier zu bleiben. Kriegen wir eigentlich auch Tagebucheinträge nach Datum? Ja, kriegen wir. Okay, fangen wir mal hier an. Das scheint nämlich das erste zu sein. Bruder Odrin vom Ritterorden des Wassam hat einen Hilferuf ins ganze Land ausgesandt. Er sucht tapfere Helden, die stark genug sind, um die wachende Festung zu betreten. Ein uraltes Gefängnis, in dem ein großes Böses von dem Gott Hem höchstpersönlich eingekerkert wurde. Das Böse steht knapp davor, die alten Siegel zu zerbrechen und sich zu befreien. Die Ritter würden selbst die Festung betreten und ein Ritual durchführen, welches die Siegel stärkt, aber sie sind zu schwach, um an den zahlreichen Monstern und Fallen vorbeizukommen. Ich habe den Auftrag akzeptiert, die Festung zu betreten und das Siegel zu reparieren, durch das dieses Böse in der Festung eingekerkert bleibt. Die Aufgabe könnte sich als langwierig herausstellen. Die Festung ist riesig und sehr gefährlich. Odrin meint jedoch, es würde noch ein wenig dauern, bevor die Siegel endgültig brechen. Wenn ich die Aufgabe jedoch nicht erfülle, wird die Kreatur früher oder später freikommen und ganz Ferun gefährden. Odrin hat mich zum Dach der wachenden Festung gebracht und mir den Eingang gezeigt. Um in die Festung zu gelangen, benötige ich ein bestimmtes heiliges Symbol und ein Ritual, das mich Bruder Poll lehren kann. Er kann auch meine restlichen Fragen beantworten. Ausrüstung kann ich von Schwester Garlena erhalten, sie verwaltet die Vorräte der Ritter. Der Geist des Archivars des Tempels hat mir vorgeschlagen, ich soll doch den vergesslichen Priester aufsuchen. Ich zweifle allerdings daran, dass er noch lebt. Die Möglichkeit, in die unteren Ebenen zu gelangen, hat offenbar etwas mit einem Ritual zu tun. Da es sich hier um einen Tempel handelt, spielt wohl der Altar eine Rolle dabei. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Natürlich. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Okay. Was ist jetzt eigentlich mit dem Geist hier unten, der immer über Kälte heult? Ist er weg? Seltsame Schutzrungen entstehen sich entlang der Wände und am Boden um diesen Durchgang. Es ist jedoch nicht klar, ob sie einen davon abhalten sollen, den Bereich dahinter zu betreten, oder dass dahinter sollen, durch den Durchgang zu kommen. Über der Tür befindet sich eine warnende Inschrift. Hinter diesen heiligen Mauern befindet sich der Eingekerkerte. Möge er dort auf ewig gefangen bleiben. Jetzt weiß ich wieder, also warum ja, das der Reisen Geist mit hier euch ist verschwunden. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Was ist eigentlich mit der anderen Schutzrune? Dieser Stein wirkt so, als ob man ihn zwei Hälften gespalten hätte. Auf ihm befindet sich die Darstellung eines Golems. Okay. Ist was los? Einverstanden. Oh, Wächter-Golems. Das heißt, ohne die Schutzrunen würden die mich angreifen, hä? Nun gut.
Wächter Golem hat nichts zu sagen, ja. Da ist eine Notiz gewesen. Und ansonsten ist hier gerade nichts. Diese kurze Notiz in einer wilden, kreisförmigen Schrift geschrieben, die sich kreuz und quer über das Papier zieht. Die Worte scheinen ein ziemlich unverständliches Gestammel darzustellen. Psst, die Ruhe vor dem Sturm. Mittleres grünes Dreieck gibt Sturm in die Hand, Lum. Okay. Das ist Lum. LDV. Und das ist auch Lum. Also die drei gehören irgendwie zusammen. Ihr seid so weit entfernt. Auf dem Sarkophag befindet sich eine Inschrift. Hier liegt unser treuer Diener. Obwohl sein Verstand in seinen späten Jahren schon ein wenig nachgelassen hat, hat er dennoch voller Ehre und Pflichtgefühl den Dienst. Wenn ihr wollt, könnt ihr den schweren Deckel zur Seite schieben und in den Sarkophag schauen. Ja, wir beschwören gerade wieder einen Toten. Ihr hättet niemals hierher kommen sollen. 1000 Jahre habe ich hier im Frieden geschlummert. Die Welt jenseits dieser Mauern hat mich vergessen und ihr wagt es, meine ewige Ruhe zu stören. Oh, er ist zum Lich geworden. Oh, ihr habt mir also meine Hausschuhe gebracht. Das ist aber sehr umsichtig für euch. Könnte ich sie bitte haben? Aber sicher, hier nehmt ihr Hausschuhe. Ich entschuldige mich für meine übertriebene Reaktion. Ich werde jetzt meine Hausschuhe nehmen. Ihr könnt euch hier weiter umsehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch auch den Sarkophag anschauen. Mhm. Hat das wirklich geklappt? Ja, aber nichts Neues. Im Sarkophag liegen die letzten Besitztümer. Im Sarkophag liegen die letzten Besitztümer eines ehemaligen Priesters. Im Ärmel der zeremoniellen Bürobe befindet sich eine Stickerei, die wie folgt lautet: Heiliges Ritual, Kapitel 12, Vers 14. Ihr merkt euch die Angaben. Ich habe mir notiert, welche Verse auf dem Heiligen Buch ich vorlesen muss, was ich das Ritual ausführen will. Ich warte. Ja, okay. Aber wo krieg ich das Buch her? Wird kaum die Geschichte des Eingekerkerten sein. Ja, erzählt mir mehr davon. Oh, es ist doch da, das Buch. Fragt nur. Feindgesichtet? Keine große Füße ist heute auf unserer Seite. Zeit auf Spur. Ja, verstanden. Kommt hier etwas? Ja. In Bayern. Könnte der Insektenschwarm jetzt demnächst mal nachlassen? Also ja, tut mir leid, dass ich euer Buch geklaut habe. Das Buch in euren Händen enthält zahlreiche Salme, die in Kapitel und Verse gegliedert sind. Alle preisen sie einen seit langer Zeit vergessenen Gott.
Ja. Okay, es hat nachgelassen, Gott sei Dank. Ich bin bereit. Dann heilen wir mal ein bisschen. Was kann ich tun? Das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Okay. Das heißt, wir legen das zurück. Wir packen die beiden Sachen noch hin. Ja. Die Artefakte sind platziert. Der Altar läutet und glänzt, als ihr näher tretet. Die Steine unter euren Füßen erzittern durch die Macht, die hier kaum noch im Zaum gehalten werden kann. Das Ritual hat seinen Anfang genommen. Wie sieht hier euer nächster Schritt aus? Also erstmal die Glocke läuten. Die Glocke läutet einmal und das Leuchten des Altars posiert, als ob er euch Antworten geben wollte. Wie sieht euer nächster Schritt aus? Buch öffnen. Eine Stimme hallt durch den Raum. Das Ritual wurde entweiht. Okay. Ich warte. Hier steht, und möge die Glocke ein zweites Mal läuten, um die Heiligen zu ehren, sowie seinen Name. Möge die Ritualkerze erleuchtet werden, um die Heiligen zu ehren, sowie seinen Name auf ewig leuchtet. Okay. Platziert das Buch die Glocke, feiert seinen Namen auf immer, sei er gepriesen und gelobt. Ruft die Gläubigen zusammen, werde Zeug des Reichtums, läutet die Glocke. Das Ritual hat begonnen. Ja, fragt nur, natürlich. Okay. Da ist nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nein. 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 Ich habe halt auch nichts gekriegt, oder? Hier war auch nichts mehr. Hier war nur sinnlose Munition. Und auch hier ist nur sinnlose Munition. Hier ist nichts. Die anderen beiden kann ich nicht öffnen. Hier war überhaupt nichts drin. Hier ist noch ein Teil. Okay. Was sagt denn der Teil? Hier ist Fragment einer uralten und ziemlich mitgenommenen Schriftrolle. Ist mit wundervoll verzierten Buchstaben überzogen. Er entziffert das Meisterwerk wie folgt. Und das geheiligte Buch soll auf dem Altar platziert werden. Die gesegnete Weisheit seines heiligen Wortes soll die Gläubigen segnen. Möge die Glocke ein letztes Mal läuten, um seinen Namen voll Freude zu zelebrieren. Das Ritual ist abgeschlossen, gelobt und triumphieren bis zum Ende der Ewigkeit sei er. Achso, ich muss die Glocke zweimal hintereinander schlagen. Er gibt irgendwie keinen Sinn. Naja, okay. Also erst die Glocke, dann die Kerze, dann das Buch. Die Glocke läuten. Die Glocke nochmal läuten. Die Glocke läutet noch einmal und der Tempel erzittert unter den magischen Energien. Kerze anzünden. Die kleine blaue Kerzenflamme brennt mit einer fast unnatürlichen Intensität. Glocke läuten. Die Stimme hat durch den Raum. Das Ritual wurde entweiht. Was? Ich hab's doch so gemacht. Ja. Platziert das Buch, die Glocke und die Kerze auf dem Altar. Läutet die Glocke. Erleuchtet die Ritualkerze. Ach, die Glocke muss zum Schluss nochmal geläutet werden. Okay. Die Mohn. Was? Ihr grapscht schon wieder an mir herum? Glaubt ihr nicht, dass es mir nicht auffällt?
Ihr versucht schon wieder, mir etwas zu stehlen, oder? Was, Imon beklaut Keldon? Nun, ich... Nein, ich wollte nur... Hat Imon Kleptomanie? Wollt nur was, Schnausmädchen. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr von einem Gruppenmitglied bestohlen werde. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur herausfinden, ob ihr unter eurer Rüstung genauso muskulös seid, wie ihr aussieht. Hä, was soll das? Oh, ich weiß ja, dass ihr verheiratet seid und all das, Keldon, aber wisst ihr überhaupt, wie gut ihr aussieht? Ich kann es einfach nicht unterdrücken. Ich habe ständig das Bedürfnis, euch zu berühren. Immerhin, ich habe eine Tochter in eurem Alter.